Willkommen zurück zu Erst kurz Online, dem Spiel, wo wir gerade den Mount Everest, den Kummer ersteigen. Einen Orkberg mit viel Wind und generell überhaupt. Und wir lesen hier gerade die toten Überreste der Leute auf. Für uns natürlich überhaupt kein Problem, das Ganze, weil unsere Haut ist sowieso schneeweiß. Kälte sollte uns eigentlich überhaupt nichts tun. Und, ja, und generell, ich müsste glaube ich mal wieder jagen gehen, oder? Nö, ich habe noch 4 Stunden. Okay, gut. Ich muss anscheinend nicht so schnell nicht jagen gehen. Auf jeden Fall für mich überhaupt kein Problem, die ganze Kälte. Nur die Schneelawinen wären auf jeden Fall ärgerlich, weil ich mich da wieder von oben ran hochlaufen müsste. Die meisten Monumente hier oben haben Grabinschriften mit 3 Strophen. Das war ein allgemeiner Brauch. Dieser Abrieb scheint die erste Strophe von Toroks Grabinschrift zu sein. Sie ist in Altorkisch geschrieben und verkündet, dass niemand das Ehrenmal betreten kann. Sie haben Toroks Schrein gefunden! Ja, aber das sieht nicht so unbedingt aus wie ein Schrein, sondern wie eine Höhle, weil wir auch in einer Höhle sind. Nun, offensichtlich haben sie den Schrein weiter oben am Berg gefunden. Warum sie aber hierher gekommen sind, um zu sterben, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht haben sie die Kälte oder fehlende Vorräte wieder nach unten getrieben. Oder sie kamen zurück, um uns zu treffen. Um uns wissen zu lassen, dass sie den Schrein erreicht haben. Und nun? Lasst mich diesen Abrieb übersetzen. Keine Plünderer. Keine niederen Orks, bemerkenswert. Wir sollten versuchen, die anderen beiden Strophen zu finden. Wenn ich den ganzen Abschnitt lesen könnte, weist er uns vielleicht den Weg zu Toroks Armband. Danach werden wir sehen. Ja, ich versuche mal, die anderen Abschnitte zu finden. Vielleicht gibt es ja noch mehr Gruppen. Ach, guck mal hier. Die beiden haben es ja auch wieder hochgeschafft. Das ist sicher eine Frechheit. Armen Orks. Stebons, sei doch so nett und begrabe sie. Er hat immer noch das Holz bei. Weißt du, er rennt ja. Und der rennt mit dem Feuerholz in der Hand, rennt ihr hier hoch. Oh, das ist ein Berg, das ist überhaupt kein Problem hier. Sie hatten einen guten Tod. Lasst sie dort, wo sie gefallen sind. Sie zurücklassen einfach so? Wie barbarisch. Orks begraben ihre Toten nicht. Und dies sind die ersten Orks dieser Generation, auf dem Kummer ruhen werden. Diese Ehre werden wir ihnen nicht nehmen. Na gut, ihr seid da schließlich der Fachmann. Aha. Vor allem, ich hätte aber ein bisschen Angst, dass wenn die Orks nicht begrabt, dann zumindest irgendwie gut sicherstellt, dass die Ogre die auffressen werden, so wie sie sind. Ich meine, da habt ihr auch nichts gewonnen, oder? Ist im Ogre-Magen begraben wirklich gut begraben worden? Was hat das Vieh? Egal, stechen die einfach mal durch. Das ist eine gute Ogre-Höhle auf jeden Fall. Da stehen noch irgendwelche Rucksäcke rum. Die habt ihr ja mal im Bär geschafft. Ja, so viele Ogres wie hier sind, so groß wie die Ogres. Wie zur Hölle ernähren die Viecher sich? Mal ohne Witz jetzt. Ich meine, das ist. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Höhlenbären. Das ist. Wovon ernähren sich denn die Höhlenbären, ist dann natürlich die große Frage. Und generell überhaupt, wie soll... Das ist... Ach, das wäre so... Wie soll denn das funktionieren? Wie soll nicht denn diese ganzen... Boah, gern. Ich glaube, ich bin tot. Nein. Wie haut der hauen die Ogre mit den schwarzen Markierungen ganz schön viel Zeug raus. Das ist echt ärgerlich, die Burschen. Hey, Mr. Derpyberry, greetings. Hat mein Waffen da nicht schon wieder nachgelassen? Scheinbar. Guck mal, bei Gelegenheit muss ich mal kochen lernen, um selber Waffen herstellen zu können. Der Berg ist halt, glaube ich, an sich sogar tatsächlich höher als der große Berg im Skyrim. Das ist die Scheiße wieder los. Also eisige Winde, check. Ja, gut, dass ich hier mit einem Eiszauberstab hochrenne. Das hat schon wieder was für Nordgrab, aber anscheinend haben die Orks und die Nord ungefähr die gleiche Architektur, wenn es um Grabmäler angeht. Die Eiskäste sind bestimmt auch geworden, die sieht man bestimmt. Oh. Da, der Kelch ging aber gerade noch an mir vorbei. Oh, der ist blind. Ah, I don't know. It was like waking up, doing some senseless stuff, looking for jobs. Playing some games, next day. Not really eventful in my case. Oh. Verdammte Eisgeister! Oh, das ist auf jeden Fall die Tür. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Anschriften, das ist ja schön. Ich gebe dir mal hin. Habe ich auch gemacht, ja, aber leider nur Nudeln, also nichts Großartiges. Oh, schöne Schrift. Torok, Nimujimu, Lochan, Sim, Goldraga, Dorok, Niroin, Ornim, Lochan, Norgim, Grasak. Ja, das ist jetzt nicht so für mich so. Soll ich jetzt einfach reingehen? Okay. Truhe von Tronje? Hey, ne, von der Truhe. Truhe! Bist du eine Truhe aus magischem Birnbaumholz? Wäre jetzt die große Frage.
Achso, jetzt finde ich die Inschrift hier. Warum wohnen denn selbst im heiligen Schrein von Turok Orkse? Ogre. Gut, die Hälfte von ihnen ist tot, aber trotzdem. Orkische Inschrift. Turok, dem Vorkim, Lorak, ab. Ja. Kann ich jetzt nicht so unfassbar viel mit anfangen, sag ich mal. Das sollte einem irgendwie zu denken geben, oder? Dass wir heiligen Schrein, die Ogre wohnen. Vielleicht sollte man da. Na gut, das wäre wahrscheinlich ein bisschen Quatsch, aber. Wie wär's, wenn man einfach auf diesen. Also man könnte diesen Felsen doch eigentlich relativ einfach betreten, wenn wir die Ogre nicht wären. Das hat sich zumindest für mich so angehört, als wäre der Hauptgrund, warum die Expedition gescheitert wäre, nicht aber der angeblich so eisige Wind oder irgendwelche anderen Umstände, sondern einfach nur wirklich der Fakt, dass die Typen alle an den Ogern gescheitert sind. Also die lassen sich halt immer von den Ogern aufhalten, aber wenn man dann die Leuten hochkommt, das ist ein magischer Ogre. Das ist ja das Erste. Oh nein, noch eine Strophe. Unglaublich. Turok brachte das Armband bis zum Gipfel. Aber dieses Wort. Kommt der Cast jetzt aber mehr her? Wo ist er vor allen Dingen? Hat der das hinter mir, also bei der ersten Strophe? Die Frage kommt immer, ich mag zwar Terry Pratchett, aber nein. Ich muss zugeben, es gibt nicht als viele sprechende Truhen. Da ist die Frage nach dem magischen Birnbaumholz relativ logisch, oder? Die bietet sich direkt an. Guck mal, noch eine Außentür. Sehr schön. Jua, Ugo, Sim, Rentum, Turok, Bescher, Urgulo. Wie jeder Zeile kommt Turok drin vor. Das ist aber lange. Sie haben wohl die dritte Strophe gefunden, Herren. Ruhe, Stebons, vielleicht sind noch Ogre in der Nähe. Rasch, Karstu, was steht da? Lasst mich mal sehen. Turok gefiel nicht, dass man seinen Schrein nicht auf den Gipfel baute. Er wollte ganz oben ruhen. Steht dort etwas über Turoks Armband? Er hat es zum Gipfel getragen. Hier steht, er hätte den Kuss des Kummers auf es gelegt. Ja, Zucker. Ich bin sicher, das heißt Kuss. Großartig. Kuss des Kummers? Das stand doch auf dem Bruchstück. Klingt das nicht romantisch, Stebons? Aber total. Sehr anrührend, Herren. Seid ihr sicher, dass dort nicht Zucker steht? Ach, Stebons, im Ernst? Überlass das Übersetzen den Fachleuten. In der Zwischenzeit muss ich mit unserer Freundin sprechen. Das ist der gute Stebons, finde ich, hat einen guten Einwand. Das ist ja nicht der Shortcut. Oh, tatsächlich. Der Shortcut, eine Shortcut. Ich weiß schon wieder nicht, keine Ahnung, worum es geht. Ja, solltest du. Aber es ist schwierig anzufangen, weil die ersten Bücher sind, obwohl, die Farben der Magie geht eigentlich immer. Aber die anderen sind auch gut. Hallo, Fürst Clarisse Laurent. Donation. Geld! Um sein eigenes Grabmal vor Plünderern zu verteidigen und seinen Status als Legende unter seinem Volk zu sichern, ist Turok bis zum Gipfel geklettert. Und er hat sein Relikt mitgenommen. Nun seid so lieb und geht nach dort oben, um Turoks Armband für mich zu besorgen. Ja, toll, ich hoffe dich alles, meine Dame. Wie wird das? Ich allein soll den behinderten Gipfel erklimmen, oder was? Darüber haben wir doch schon gesprochen, oder? Ich schwöre es euch, manchmal denke ich, ihr hört nur jedes dritte Wort. Ihr seid fast so schlimm wie mein Diener Stibbons. Der übrigens der beste Kumpel ist, den du jemals begegnen kannst. Ja, das meinst du wirklich das komische Armband auf den Gipfel? Natürlich, so steht es in Stein geschrieben. Die Uralten haben nie gelogen, wenn sie Worte in Stein meißelten, müsst ihr wissen. Das neue Museum wird mit Turoks Armband in seiner Sammlung zu einem der größten Wunder von Tamriel werden. Ist der Gipfel irgendwie gefährlich oder so? Eine Übertreibung, die Unerwünschte vom Erklimmen des Berges abhalten soll. Und selbst wenn es ein Körnchen Wahrheit in dieser Geschichte geben sollte, müsst ihr euch ja nur schnell das Armband schnappen. Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Durch die dünne Luft wird es euch vielleicht etwas schwindelig werden, aber das schafft ihr schon. Weil ich muss ein bisschen kurz einen kleinen Text reinschlabbern. Thank you for the donation, WWF. Things that are actually somewhat around 2 euros. But funnily enough, the 1.69 pounds will now be pounds on my PayPal account. Funnily enough. I actually have not heard of Kimela, but I'm quite sure I'm too tiny to get any advantage out of stuff like this. I'm actually registered on another site that where indie developers are sending game keys and stuff, and I have like 1000 unread emails from indie developers and I have never ever read anything of them. But I don't know. Strikes me as something I can do, cause I'm just too tiny. Na gut, und wenn Carsten so zum falsch ist, wenn der Kuss vielleicht, was heißen denn ihn nicht? Was heißen denn homophone Wörter, Freunde? Das wäre vielleicht das bei der Übersetzung eigentlich mal sehr wichtig, dass man sich erstmal vielleicht mal kurz anguckt, was die anderen Wörter heißen könnten. Davon eins eventuell mehr Sinn ergibt. Ich bin mit Carsten nicht einer Meinung, was viele seiner orkischen Ideen angeht. Doch in diesem Punkt stimmen wir absolut überein. Die richtige Übersetzung lautet Kuss des Kummers. Jetzt geht und besorgt das Armband, während wir nachschauen, was wir noch so an anderen Relikten für das Museum auftreiben können.
Oder wie wär's denn hier mit, zum Beispiel mit so einer schönen orkischen Inschriftsteinplatte? Und hier, guck mal, hier ist so eine handliche Statue, die kann man bestimmt gut mitnehmen. Vor allem, was ich mir auch gerade gefragt habe, wie war Turok denn bitte schon nicht einverstanden damit, dass er nicht oben auf den Gipfel begraben wurde? Haben die sein komisches Grab mal schon gebaut, während er noch am Leben war? Warte mal, oh, ich bin hier falsch, oder? Ach, tatsächlich, ich muss halt die Hütte durch. Alter, das ist ja prinzipiell eigentlich recht beeindruckend, so viel Steine hier hochgetragen zu haben und generell. Überhaupt, also die alten Orks hatten auf jeden Fall mehr drauf als die neuen Orks. Oder hatten vielleicht irgendwie magische Hilfe, auch wenn die, ich kann nicht mal Waffe benutzen? Ja, das wird bestimmt total gut. Ja, da ist man Erzmagier vom Herrn. Und dann kann man nicht mal Magie benutzen. Ey. Um sich hier irgendwie ein Schutzschild zu werfen, so ein Spaß. Das würde alles viel einfacher machen. Aber Hauptsache hier ist eine Laterne, die an ist. Das kann ja großartig werden. Oh, hier kannst du mich tatsächlich runterschmeißen. Da ist eine lustige Gruppe davor daneben. Wo kommt denn bitte schon hin? Wie groß ist die Bude noch? Eigentlich müsste mit den Lawinen noch, wenn du weiter nach oben kommst, desto weniger schlimm müsstest du eigentlich werden, oder? Nein, wo sollen oben noch die Lawinen herkommen? Am Gipfel. Jetzt bist du lange auf Schluss mit Lawinen. Oh, wir sind wieder vorne. Hier vorne Orks. Das ist ja schon. Oh, fuck. Oh, das wäre fast gewesen. Das wäre fast mein Ende gewesen, meine Damen und Herren. Oh, man kann mit den gefrorenen Orks reden. Nee, die haben einfach das Item in der Hand. Also, die wollten immerhin das komische Abmann geben, aber hat anscheinend nicht so gut geklappt. Kann ich doch nicht. Der Ork ist verqualen, verzerrt, eingefroren. Er schien auf die Armschienen seinen Arm zu kritzeln. Die Armschienen passt da bestimmt. Tod Armband. Ich sollte mal diesen Arm mitnehmen. Toll. Jetzt kann ich wieder mit meiner Waffe in der Hand zurücklaufen. Oh. Schaut, unsere Freunde sind wieder bei sich. Ich sagte doch, sie sind nicht tot, Stebons. Und schaut, das muss Toroks Armband sein. Ich weigere mich, euch diesen Plan umsetzen zu lassen, Fürstin Laurent. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ernst, Karstun, nicht schon wieder. Wir haben sicher mehr zu bereden. Stebons, kümmert euch um unsere Freunde. Freunde? Wer denn außer mir? Außer Bittel, der anscheinend auch nicht so ganz gesund aussieht. Ja, Stebons. Oh, ich glaube, Stebons ist kalt, ey. Wo sind wir denn hier? Stebons hätte sich eventuell eine Jacke mitbringen sollen, so wie es aussieht. Ihr habt die ganze Aufregung verpasst. Als ihr bewusstlos wart, hatten Fürstin Noron und unser hilfreicher Ork eine schrecklich hitzige Diskussion über Toroks Armband. Es war ein wundervolles Schauspiel. Ich war bewusstlos? Na, offensichtlich. Das ist die dünne Luft hier oben. Doch was immer ihr auch getan habt, hat den Sturm abflauen lassen. Also sind wir euch hier hochgefolgt. Da begannen Karstun und Fürstin Noron sich miteinander zu streiten. Karstun glaubt, der Schrein wäre ein besserer Ausstellungsort für das Armband als das Museum. Du meinst diesen Berg, wo bis auf uns seit 1000 Jahren keiner mehr oben war? Oh, aber zweifelsohne. Das Museum hat sie eigens angeworben, um solche Relikte zu beschaffen. Und sie will niemanden enttäuschen. Vielleicht könntet ihr mit ihnen sprechen. Helft ihnen dabei, sich zu entscheiden, damit wir an einen warmen Ort können. Ihr solltet mir lieber das Armband überlassen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Aha. Na gut, wenn du unbedingt möchtest. Ich kann das nicht klicken, Freunde. Oh nein. Ich ahne schlimmstes, wenn ich Dialogoption nicht klicken kann, heißt das, dass ich wahrscheinlich im Spiel lecke, oder? Läuft der Stream? Das Stream läuft. Dann funktioniert das noch. Liegt also am Server. Oder an meiner Verbindung zum Server. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das funktioniert okay, dann müsste das ja auch gehen. Noch nicht. Ach ja. Das könnte einer der schlechtesten Zeitpunkte sein überhaupt für sowas. So, achso, jetzt. Ich muss zugeben, dass ich kaum abwarten kann, wie das hier alles ausgeht. Keine Sorge. So, Carsten, dann sprich mal. Ich freue mich, dass ihr Toroks Armband geborgen habt. Doch bevor ihr euch entscheidet, was mit dem Relikt geschieht, hört euch bitte erst an, was ich zu sagen habe. Ja, da musst du aber jetzt ja gut erklären, Vollblase. So sieht es wohl aus.
Dieser Schrein ist ein Ehrenmal für unsere ruhmreiche Vergangenheit. Er spricht von einem Zeitalter, als Orks sich nicht davor scheuten, Dutzende Krieger zu opfern, um Denkmäler zu errichten, die von unserer Stärke zeugten. Er statuiert genau das Exempel, das das neue Orsinium braucht. Dass sich keiner angucken kann. Toruks Armband sollte in seinem Schrein bleiben. Soll jeder Ork den Kummer erklimmen, um ihn zu sehen und zu begreifen, was unsere Vorfahren alles erreichen konnten. So wird das Relikt zu einem Symbol werden, das unser Volk eint. Sicher versteht ihr das doch. Nee, nicht wirklich. Hallo, Horn. Was ist der Typ in der Halbklasse? Sieht der gute Stibbons? Sieht so aus wie so ein Halbklasse, wie sie putzen irgendwas mit. Eigentlich ist der gute Stibbons, den sind wir schon oft begegnet. Das ist quasi die gute Seele von Fürstin Laurent. Also das Ding ist, dass die Fürstin Clarisse Laurent außer Geld nicht viel vorzuweisen hat. Also die hat irgendwie so semi so eine Ausbildung zu alles gekriegt, aber eigentlich an sich ist die relativ unfähig. Und Stibbons ist derjenige, der so die Expertise hat und eigentlich dafür sorgt, dass der Laden irgendwie noch läuft. Nur die gute Fürstin sieht das irgendwie nicht so richtig. Nee, ich muss vor allen Dingen mit besagter Fürstin mal eben reden, bevor ich mich hier entscheiden kann. Selbstverständlich. Entschuldigt, dass ich so gefühlsduselig wurde. Ihr habt den Gipfel erklommen. Ihr habt das Relikt gefunden. Ihr solltet diejenige sein, die entscheidet, was damit geschieht. Seid aber vorsichtig. Fürstin Laurent ist eine geschickte Schmeichlerin und bisweilen grenzt ihre Zielstrebigkeit ans Fahrlässige. Bisweilen? Wie wär's mit immer? Ja gut, hier, moin, grüß dich, Blondie. Ich weiß nicht, was in Karstun gefahren ist. Warum sollte irgendwer den ganzen weiten Weg zum Tempel hinaufklettern wollen, um ein uraltes Relikt anzuschauen, wenn es dafür ein wunderbar drolliges Museum in Orsinium gibt? Ihr könnt ja einen lustigen Eiszauber in den Raum legen, wo das Ding drin liegt, dann wird es vielleicht besser und natürlicher. Ihr habt den Eindruck, ja. Das kann man wohl sagen. Das Museum hat uns eigens damit beauftragt, Relikte zu bergen und nach Orsinium zu bringen. Geschichte soll bestaunt werden und nicht in der Vergangenheit verborgen bleiben. Karstuns Pläne würden bedeuten, dass ich bei meiner Mission versagt habe. Und Fürstin Laurent versagt nie. Laurent hat doch Stibbons letztes Mal einen Stein verwandelt. Ja, das war das letzte Mal, wo wir begegnet sind. Davor wurde Stibbons in einen Goblin verwandelt. Davor wurde Stibbons von einem fliegenden Dätern entführt, der sich in Stibbons verliebt hatte. Davor... Warte, weiß ich gar nicht mehr, das ist schon wieder 500 Folgen her oder so. Auf jeden Fall, bis jetzt hat das Stibbons nur sie viel Glück. Also, denen ist immer irgendwas Böses passiert. Das mit den Goblin verwandeln war bis jetzt, glaube ich, das Härteste. Obwohl, ein Stein verwandeln war auch nicht so toll. Ich bin ganz einmal, genau, das Ding. This belongs in einem Museum. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Schon bald wird jeder Ork dieses wichtige Relikt im Museum von Orsinium bestaunen können. Das geklaut wird. Doch zuerst muss ich sehen, was dieses Wunder überhaupt kann. Oh, Stibbons. Seid doch so lieb und probiert es einmal an, ja? Warte, wie war das? Keine unwürdigen Orks? Keine Plünderer? Ein wenig schneller, Stibbons. Ich bin ganz gespannt, was das Relikt wirklich macht. Aber Herren, was, wenn ich nicht würdig bin? Unsinn. Wir haben keine Angst vor Legenden und Aberglauben, oder? Nein, Herren. Natürlich nicht. Tja, und los geht's. Oh. Ah, das erklärt die Orks. Ach, Stibbons, was hast du diesmal getan? Hm, vielleicht hatte euer Diener recht. Vielleicht steht dort doch Fluch des Kummers. Oh, dann noch mehr Eis. Tja, ne? Stibbons findet immer einen Weg, die einfachste Aufgabe in eine große Herausforderung zu verwandeln. Ich weiß nicht, warum ich diesen Mann weiter anstelle. Und nu, wir müssen den guten Burschen irgendwie mal auftauen, also das... Toruks Armband wird einen Ehrenplatz im Museum in Orsinium erhalten. Ich glaube, ein großes Schild mit der Aufschrift "Nicht anfassen" oder "Ihr seid unwürdig" wäre auch keine schlechte Idee. Durchaus, aber wir sollten vielleicht mal Toruk auftauen. Jemand bei der Magiergilde wird schon in der Lage sein, dabei mitzuhelfen, den armen Stibbons aufzutauen. Vielleicht wird es Wochen dauern, bis ihm wieder warm ist, aber er wird schon überleben. Doch ihr solltet zufrieden sein. Die Orks werden Dankeshymnen über mich singen und sie werden sicher auch etwas Nettes über euch sagen. Bestimmt, Handschütze des Kummers, ja. Gehört übrigens nicht zum Z-Torux-Pakt. Sehr interessant. Einen Moment, dann öffne ich ein Portal zurück zum Basislager. Was? Ein Portal? Warum mussten wir dann diesen gefährlichen Aufstieg machen? Teleportation ist eine heikle Sache. Ich kann kein Portal an einen Ort öffnen, den ich nicht kenne. Ist das dein scheiß Ernst? Aber der hättest du doch die ganze... Das ist total hohl, der hättest du ja immerhin ein Portal... zu anderen Orten, also das versorgen können über Portale. Wärst du 5 Meter jagen, hättest du Höhling vor dem Portal gemacht, den ganzen Vorhüter durchgeschoben. Hallo Kobold, niemand mehr. Na dann, auf nach... Ach, das geht direkt nach so.
Das ist ein gutes Stibbons. Ist das Ihr scheiß Ernst?